Na guck mal, er fängt an mit der Animation dazu. Und dann zählt es einfach nicht. Verstehe ich nicht. Manchmal zumindest. Natürlich geht dann die Kamera durch die Gegend. Wäre auch zu einfach, wenn die Kamera einfach mal vernünftig wäre und langsam switchen würde. Nein. Oha. Ja, ich war viel zu nah. Wegen diesem verschissenen langen Dodge wieder. Ich glaube, ich müsste den ausmachen. Der nervt voll die ganze Zeit. Und halt das abwählen. Wow. Ist das nervig hier. Na gut, jetzt gleich haben wir endlich die Phase erreicht, wo er endlich mal sein Special Move macht. Wir müssen ja erstmal lernen, was wir dann machen sollen. Aua. Das ist übrigens der Konter, den ich nicht auslösen sollte. Und er hat wieder diesen. Na, ich sehe nichts leider. Musste ich natürlich abkriegen dann. Oh, er hat ihn gestunt. Ja, Switch kann ihn stunt. Ich muss auch mal machen. Jetzt fängt er damit an, der Move. Ja. So, eine Sekunde da. So. Wow, hier am Rand kämpfen ist ja mega schlimm. Oh, darf ich wieder einmal auf den Boden kommen? Während seinen Angriffen kannst du ihn treffen. Oh,
Give me strength. Ich kann leider nicht angreifen. Der bisschen hier noch ausweichen könnte, wäre das gar nicht so schlimm, aber das hintere bisschen irgendwie. Ja, macht's nochmal. Also. Ich versuch's jedes Mal, aber klappt nicht. Ist schon hart. Ja, jetzt war halt. Ich habe nichts an Mana. Ich kann nicht angreifen seit einer halben Stunde. Ich weiß nicht, wie ich das wegkriegen soll. Das müsstest du vielleicht mal sagen. Du hast gesagt, du hast das Buch. Ich habe das Buch, aber die meisten Sachen davon verstehe ich nicht. Du müsstest das eigentlich selber durchlesen. Das ja. Fängt schon an, dass du die auf Gefolgsmann stellen musst, die KI. Ja, aber das bringt ja nichts, was den Kampf angeht. Naja, die benutzen auch ein anderes Schlüsselschwert und andere Abilities. Na gut, andere kann ich sein. Ich habe einfach alle drin, die man benutzen kann. Ich würde sagen, wir starten nochmal neu. Das war einfach der schlechteste Anfang ever. Also. Mich interessiert auch nur, wie ich aus diesem Modus reinkomme. Mich interessiert nicht, was die da für Dinge benutzen. Weil ob ich jetzt ein Feuerschwert benutze oder nicht, ich habe noch nicht einmal Feuer benutzt, wie du siehst. Ja, ist das der Siegelangriff? Das Todesroulette? Ich muss schon wissen, wie das heißt. Naja, da, Siegelangriff. Klingt doch, sieht aus wie Siegel. Jetzt habe ich einen Siegelangriff. Stürmt ein bisschen auf euch zu, rammt euch das Schlüsselschwert in den Boden. Ein blauer Bannkreis, dann kannst du keine Magie und Items benutzen. Ja, genau, das habe ich. Orangene, kannst du keine physischen. In beiden Fällen könnt ihr immer noch die Freunde oder Dwarfform benutzen. Des Weiteren könnt ihr immer noch Form Abilities, Sprint, Purzelbaum und so weiter sowie Reflektor einsetzen. Während es aktiv ist, ist er in einem Schutzschild, welches ihr zerstören muss, um das Siegel aufzuheben.
Ja, genau, das interessiert. Wie soll ich das zerstören, wenn ich halt nicht angreifen kann? Unproblematisch, das Angriffsziel aufzuheben. Schließlich könnt ihr immer noch Reflekt, Vita-Items einsetzen mit Blitzker oder Limit das Siegel zerstören. Das Magiesiegel ist aber der gefährlichste Angriff des Gegners. Nur mit nur einem HP und ohne Möglichkeit von Reflekt, Vita und Items euch schnell ist das Gebiet gebrochen. Hier sind die Limitform und Phantasia die besten Wege, um zu überleben. Der Angriff kündigt sich meistens an, dass der Verweil hinter euch wartet und große Distanz zurücklegt und hinter euch landet. Das Schöne ist, dass er diesen Angriff mit dem nächsten Angriff kombinieren kann. Am besten wählt ihr diesen Angriff mit Reflektor oder Sprint ab. Okay. Oder keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht gehört, wie ich es beenden kann. Ich habe nur gehört, wie ich es verhindern kann. Aber das weiß ich. Ich habe es vorhin ganz Zeit verhindert. Mit Blitz. Vita. Mit Limit. Ja, mit Vita kann ich da ein. Vita macht Heilung. Nein. Auf Blitzgar. Oder Limit, um das Siegel zu zerstören. Das kann ich ja gleich mal ausprobieren. Ob ich's also, weil ich hatte das Problem ja eigentlich nur, dass ich keine Mana habe. Naja, und das Mana-Siegel ist halt das Problem. Da könntest du höchstens in die Limitform oder Phantasia. Und dann, wenn das nicht funktioniert, ne? Ich wehr schon ab. Er fängt an und dann zählt es einfach nicht. Ja, Donut halt nicht. Er ist tot. Nein, der hat doch ein Leben gehabt. Achso, war er wieder da? Vielleicht ist er auch gerade erst wieder gekommen. Ja, wir müssen ein bisschen ausprobieren. Noch ein bisschen, vor allem sobald er erstmal anfängt mit seinem DM-Dingen da, mit seinem High-End-Ulti-Dingen, was er einfach die ganze Zeit spammt. Oh. Dann. Das Abwählen ist übrigens das Schlimmste an dem Match. Und dann kann man ihn erst wieder anwählen, wenn er wieder erst gar nicht nah dran ist. Das war voll früh. Ich dachte, er kommt schneller schon.